Guten Morgen und herzlich willkommen zu Vlog Nummer 2. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Büro, weil wir heute unsere Office-Tour haben und dann auch alle zusammen frühstücken und so. Ich habe gestern Abend schon den ersten Vlog geschnitten. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn auf YouTube hochlade, aber ich glaube schon. Ja, und ich habe jetzt noch 20 Minuten Zeit und muss so 14 Minuten gehen, also müsste eigentlich richtig easy gehen. So, ich habe jetzt einfach so ein weißes Shirt und einen Rock angezogen. Mal gucken, was die anderen so anhaben. Aber das müsste eigentlich passen. Ja. Und ach so, am Wochenende weiß ich noch nicht, was ich mache. Eigentlich habe ich voll Lust, in irgendeine Bucht oder sowas zu fahren. Muss ich halt danach mein Auto wieder irgendwo lassen, aber eigentlich geht das auch. Also, im Universitätsviertel sind viele Parkplätze. Kostenlos frei. Ich bin bis jetzt einfach nur gegangen und wollte gerade mal gucken, wo ich lang muss. Ich bin schon da. Also da ist es. Ich bin so aufgeregt. Ah, ich bin richtig gespannt, was ich danach berichte. Aber ich gehe jetzt rein. Ich habe jetzt Feierabend, also eigentlich schon seit 3 Stunden. Ich erzähle gleich alles. Aber ich habe jetzt halt gar nichts mehr zu tun und saß da die ganze Zeit nur rum und dann meinte ich irgendwann so, ich gehe jetzt, weil meine Einweisung und so bekomme ich ja alles erst am Montag. Yes, aber es war auf jeden Fall richtig cool. Wow, okay, ich brauche jetzt eine Sonnenbrille. Fun Fact about Barcelona. An meinem ersten Tag hier bin ich über so viele rote Ampeln gegangen, wie in meinem ganzen Leben davor, würde ich sagen. Es achtet hier niemand auf, also niemand auf die Ampeln. Nicht mal die Rollerfahrer oder Fahrradfahrer oder teilweise nicht mal die Autofahrer. Ganz verrückt. Aber ja, ich gehe einfach mal in diese Richtung und hoffe, dass ich da zu irgendwelchen Läden komme. Ich will nämlich shoppen gehen. Also. Ich bin heute angekommen. Natürlich war ich die Erste. Wie soll es? Oh, ich dreh mich auf. Wie soll es anders sein? Und habe direkt meine Karte bekommen und noch so ein Paket, so ein Willkommensgeschenk. Das kann ich nachher auspacken. Ich habe es noch nicht ganz ausgepackt, aber ich habe schon gesehen, dass da Kopfhörer drin sind. Und eine Laptoptasche. Ja, und dann kamen so immer mehr Leute und dann um 8:45 ging es los mit der Office-Tour. Und dann erstmal haben wir so Kaffee geholt und Tee und dann gab es Croissants und andere Sachen zu essen. Es gibt hier immer Fleisch. Es gab nichts ohne Fleisch, außer die Croissants. Und dann wurden wir so überall rumgeführt. Und dann hatten wir irgendwann nochmal so die letzte Onboarding-Session. Ich war so müde. Ich hoffe übrigens, man versteht was, weißt du, irgendwie relativ windig. Aber naja. Dann hatten wir die Siegerehrung. Mein Team hat leider nicht gewonnen, wir waren auf dem 2. Platz. Aber wir haben 10 Euro Essensgutschein bekommen und der 1. Platz 20, also nice. Dann sind wir zu so einer Salatbar gegangen, das war mal lecker. Ja, und dann hatte ich irgendwann nichts mehr zu tun und war die ganze Zeit so, ich will irgendwie nicht gehen, weil ich nicht die sein will, die geht, aber alle anderen sind eh schon gegangen und dann bin ich gegangen. Und jetzt bin ich hier und auf dem Weg shoppen zu gehen. Ja, ich weiß gerade nicht, ob es noch was zu erzählen gibt. Wenn ja, dann mache ich das später. Yes. Ich habe hier was. The Gherkin. In Barcelona entdeckt. Und da ist La Sagrada Familia. Wow. Ich bin hier irgendwie in so einem riesen Shopping Center gelandet. Hier gibt's alles. Über 5 Etagen. Ich bin klitschnass.
Es ist so nass und ich bin so nass, alles ist nass. Also ich habe vorhin ja so eine Tasche bekommen und ich werde jetzt mit euch zum Auspacken. Ich muss nur irgendwie gucken, ob ich mein Handy hinstelle. Einen Moment. So, ich habe es geschafft. Ihr steht jetzt auf 1, 2, 3, 4, 5 Büchern. Einer Sonos-Box und einer Schachtel. Also diese Laptop-Tasche habe ich bekommen. Hier ist so Platz für ein Namensschild. Top. Und da drin ist ein Beutel. Give everyone access to everything in their city. Easy access to everything in their city. Ein kleines Notizbuch mit dem gleichen Spruch. Und so einem Moment. Und so einem, okay, man sieht genauso wenig, Globo-Zeichen. Ja, ist doch egal. Ein Stift und eine Karte. Welcome, nice to meet you. Ah, oh, da steht noch was drauf. Wow. Ist das hier überall? Das ist überall selber draufgeschrieben. Welcome to our family. Stay humble and hungry. Yes. Dann, ja, hier sowas, wo ich das Buch von denen bekomme. Dann hier nochmal alle Sticker. Und noch mehr Sticker. Cool. Und dann noch. Hä, da ist ja doch keine Maus dran, Manu. Dann hier noch Earphones. Ich bin sehr gespannt auf die. Süß. Aha. Die hört so aussehen wie AirPods. Falsche Seite. Oha, die sind echt so geformt wie die alten AirPods. Ja. Werde ich gleich mal ausprobieren, aber ich denke mal, die haben noch nicht geladen. Top! Sehr cool, dankeschön, Globo. Ich habe übrigens gerade den ersten Vlog hochgeladen. Und ich bin richtig gespannt auf das Feedback. Und jetzt werde ich mir mein Essen von gestern schmecken lassen. Also diese Kopfhörer können auf jeden Fall einfach so in der Dose aufgeladen werden. Das ist schon mal sehr cool. Ich werde sie jetzt ausprobieren. Also anscheinend kann sie irgendwie ausschalten. Ich habe gerade auf einem schon was gehört. Natürlich Dancing Queen, was sonst. Vielleicht sollte ich doch die andere Leitung lesen. Mann, die Musik spielt gar nicht weiter, wenn ich aufnehme. Naja, okay, auf jeden Fall funktionieren sie gut. Ich werde jetzt auf jeden Fall gucken, was ich morgen mache. Also wie gesagt, ich hätte voll Lust, zu irgendeiner Bucht zu fahren oder so. Aber ich muss halt mal gucken, ob mit Auto oder irgendwie anders. Lena meinte mal, dass in Spanien jetzt alle Züge umsonst sind. Keine Ahnung, werde ich jetzt auf jeden Fall rausfinden. Ich wünschte, es würde hier jeden Abend gewittern. Es ist so angenehm. Also wir haben irgendwie 25, 26 Grad und es ist so ein bisschen Wind und oh, es ist so schön, wirklich. Ich bin schon so müde und habe richtig Kopfschmerzen und am liebsten würde ich schlafen, aber irgendwie muss ich das ausnutzen, dass es so kalt ist. Weil sobald ich morgen früh aufwache, wird es wieder richtig warm sein, also ich muss eigentlich noch wach bleiben. Sonst verschwende ich das. Hallo, ich habe mich gerade dazu entschieden, den Vlog an dieser Stelle zu beenden, weil ich echt schon genug Videomaterial habe. Ich glaube, sonst wird das zu lang. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und der nächste Vlog wird dann über mein erstes Wochenende in Barcelona sein. Das wird auch richtig cool.